Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lego der Hobbit. Und wir machen heute Stadtsmod 2. Da müssen wir mal irgendein Level auswählen, das ist egal welches. Ja, dann kommen wir zu den Levelauswahl. Und da gehen wir zu unterm Berg und über den Berg. Und da gehen wir freies Spiel, dann auf den hohen Pass. Dann wählen wir mal den Legolas aus. Unbeirrt vom Ratschlag der Elben und des Weißen Rats setzten die Zwerge ihre Reise zum einsamen Berg fort. Ihr Weg führte sie über den hohen Pass, wo sich das Wetter zunehmend verschlechterte. So, jetzt können wir diese überspringen. So. Dann sammeln wir da den Entwurf ein. Können wir schon wieder zurück nach Mittelerde speichern und verlassen. Ja, wir haben einen kleinen Zeitstammel. Dann haben wir diesen mit dem Morgenstern. So, warten wir mal, bis der Ladebildschirm weg ist. Oder man überspringen kann. Dann gehen wir weiter nach E. Und reisen wir mal dorthin. Ich glaube, das mit dem Schmieden müssen wir auch erst freischalten. Ich hoffe, dass es natürlich geht. Ja. Wo, oh, wo ist er? Mein Mann bestand darauf, in der Höhle bei der Wetterspitze nach Schmiedematerial zu graben. Er ist Schmied, weißt du, aber er ist jetzt schon schrecklich lange fort und ich mache mir langsam Sorgen. Bitte, würde es dir etwas ausmachen, nach ihm zu sehen? Ich kann den Mann erst öffnen, wenn er zurück ist. So, dann machen wir das mal. Folgen die goldene Stadt. So. Geh in die tückische Höhle, hat sie gesagt. Die Beute da unten ist die Gefahr allemal wert, hat sie gesagt. Okay, dann. Da muss man die Steinschleuder verwenden. Ja. Dann geht es auch schon auf. Dann da muss man pflanzen können. Das ist. Das ist hier. Der Philly,
möchtest da so ein Holz, das hochspringen lässt. So, dann haben wir da den Weg schon mal frei gemacht. Ja, dann kommen wir halt mal mit. Würdest du mir aus dieser Höhle helfen? So. Danke. Schnell zurück nach Bray. Meine Frau wartet. Oh, gütiger Himmel, du hast ihn gefunden. Oh, mein Lieber, du musst so, dann haben wir die Schmiede auf freigeschalten. Ich wette, er hat behauptet, es wäre meine Idee gewesen, in die Höhle zu gehen. Mach schnell den Laden auf, Schatz. Danke für die Hilfe. Komm vorbei, wann immer du Gegenstände schmieden willst. So. Mit Hammer und Zange macht dir keiner was vor. Dann brauchen wir den Morgenstern. Und gut, wir müssen mal gleich immer perfekt schmieden. Vorsicht mit dem Ofen, ich bin nicht versichert. Ich werde nicht fragen, was du damit vorhast. Also es ist halt dann auszusetzen, unseren Morgenstern. So, dann schauen wir mal, ob wir das gleich mit der Hammer und Zange machen. Macht keiner was vor. Ja, passt. So. Dann reisen wir nach B. Genau, Koppingen, meine ich. Und wechseln zum Tag. So müssen wir zu den Zelten latschen. So, dann müssen wir zu diesen. So, ich habe Möhren. Stühle, Deckchen. Was brauche ich noch für eine Party? Oh, ich weiß. Ein Mithril-Morgenstern würde für Unterhaltung sorgen. Der glänzt so schön. Könntest du mir einen schmieden? Dafür gebe ich dir etwas, das dein Vermögen verdoppeln wird.
Meine Güte, ist das ein Mithril-Morgenstern? Vielen Dank. Da werden meine Gäste ja Morgensterne sehen, oder? Ja. Wunderbar. Und dann kaufen wir das auch gleich. Komm. Dann haben wir den ersten roten Stein. Wenn den Stats mal 2. Bis zur nächsten Folge und Servus!